Hallo Mädels und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich bin ich wieder da. Ich weiß, ich habe jetzt lange kein Video mehr gemacht, aber ich muss sagen, ich habe es zeitlich überhaupt nicht geregelt bekommen, da ich sehr viel zu tun hatte in letzter Zeit. Aber deswegen habe ich gedacht, heute am Sonntag habe ich natürlich Zeit und deswegen muss ich unbedingt ein Video machen. Ich habe es auch wirklich schon sehr vermisst und ja, es hat sich wirklich unglaublich viel bei mir hier angesammelt, da ich diesen Monat unglaublich viel Geld ausgegeben habe. Sowohl für Kleidung als auch für dekorative Kosmetik und so anderen Krams. Und das möchte ich euch natürlich gerne alles zeigen. Ich denke, zum Einstieg wieder ist das ein ganz cooles, ja, Video, einfach ein Haul. Und ich habe das mal jetzt hier alles gesammelt. Das heute, das Video, wie ihr das ja schon sehen könnt, ist ein, ja, dekorativer Kosmetik-Haul und es wird im Anschluss dann noch ein Fashion-Haul von mir geben, denn ich habe auch ein bisschen Kleidung gekauft. Viele haben das ja auch schon auf Instagram gesehen, dass ich mir Bewerbungskleidung gekauft habe und die möchte ich euch auch zeigen und dann noch ein paar andere Sachen. Und ja, heute geht es jetzt aber los mit diesen Produkten hier und ich würde sagen, ich starte. Ich habe natürlich wie immer die Kassenzettel für euch aufbewahrt und ja, ich beginne als allererstes mal mit Feinstrumpfhosen, 20 Stück. Da muss ich allerdings zu sagen, dass mir die meine Mutti mitgebracht hat und ich auch gar nicht weiß, woher und wie teuer die waren. Aber ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool, dass die in so einer Box sind. Da sind jetzt 5 Stück drin und das finde ich super praktisch, einfach, dass man sich die hinstellen kann und ja, das finde ich total cool. So, dann machen wir mal weiter mit, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe von MAC Sachen dabei, habe ich auch schon auf Instagram gepostet, ich habe wirklich da mal viel Geld gelassen, von Kiko und andere Sachen, deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Reihenfolge bestimmen soll. Ich mache nochmal kurz weiter mit so einer anderen Feinstrumpfhose, sowas trage ich ab und zu auch, wenn man Rock trägt zum Feiern, halt so durchsichtig, die sind von Rossmann, da nehme ich immer die Farbe Amber und die haben gekostet, oh, weiß ich gar nicht, da habe ich den Bon, glaube ich, nicht von Rossmann, aber ich meine, die kosten immer so 1,89. Genau, das war jetzt das Strumpfhosenthema. Dann habe ich von DM mitgenommen einen Nagellackentferner von Evelyn für 95 Cent. Das ist ja der Acetonfreie und den brauche ich ja immer, da ich Acrylnägel habe. Und wie ihr seht, ich habe die auch jetzt vor ein paar Tagen wieder neu machen lassen und extrem kürzen lassen für meinen ja, Bewerbungstermin bzw. meine Bewerbungsgespräch, Termine und Einstellungstests, die ich so in nächster Zeit haben werde, da ja, das halt gepflegt aussehen muss und nicht so lang. Also das finde ich ein bisschen unangebracht und deswegen habe ich mir wieder French gemacht und ja, bin damit auch sehr zufrieden. Es ist nur ungewohnt, da ich sie halt immer sonst lang trage, aber ich finde es auch schön. Genau, und ich brauche halt deswegen, weil ich Acrylnägel habe, immer acetonfreien Nagellackentferner und den finde ich immer super. Dann habe ich mir für 1,25 € hier von Elnett, auch von DM, so ein Haarspray mitgenommen. Das ist jetzt extra starker Halt und das finde ich ganz praktisch für die Handtasche, wenn man feiern geht oder unterwegs ist. Ja, da das einfach eine kleine Packung ist. Meine Mutter findet das sehr gut, deswegen habe ich ihr das letztens auch in groß mitgebracht und ja, ich finde, es erfüllt den Zweck und für zwischendurch ist das super. Dann habe ich mir auch noch ein Deo für unterwegs mitgenommen und zwar das Ultra Dry Cotton von Rexona. Ich meine, das hat 99 Cent gekostet oder so, ne, 85 Cent sogar. Und ja, ich finde, das riecht unglaublich gut. Ich glaube, ich würde mir das sogar auch in der großen Größe kaufen, also in der Originalgröße. Und ja, der Geruch gefällt mir echt unheimlich gut. Dann, was habe ich noch mitgenommen? Von Essence habe ich mir letztens mal wieder diese Fake Lashes mitgenommen für 2,45 €. Ich finde die unglaublich toll und ich habe ja auch von P2 aus dieser letzten LE mir diese Wimpern-Klebezange mitgenommen und dann wollte ich das damit mal ausprobieren und auch zum Weggehen finde ich solche Wimpern mal ganz cool. Und ja, ich habe ja eh kleine Augen, wenn man eine künstliche Wimpern trägt, dann öffnet das die Augen richtig schön und deswegen, ja, die habe ich schon oft gekauft. Dann habe ich gesehen, genau, von Balea geht die Lippenpflege Juicy Orange aus dem Sortiment. Ja, das ist eine Limited Edition und ich habe da schon mal ein Pöttchen von gehabt. Und die haben mich jetzt nur noch 50 Cent gekostet statt 1,45 €. Deswegen, wie ihr seht, habe ich gleich 3 Packungen mitgenommen. Und ich habe dabei natürlich an euch gedacht. Ich weiß nicht, ob eine oder 2 Packungen in die Verlosungskiste wandern werden, aber auf jeden Fall eine davon. Und deswegen, ja, die finde ich sehr toll und musste mit. So, dann habe ich mir ein Lipgloss mal mitgenommen. Ja, hört, hört, ein Lipgloss. Ich bin ja eigentlich gar nicht der Lipgloss-Typ. Also ich mag das eigentlich überhaupt nicht.
aber ich fand den so schön. Das ist von P2, der Pearl and Glow Lip Gloss, dieser hier. Das sind ja diese etwas dickeren. Und da habe ich die Farbe 040 Miss Strawberry und die trage ich auch gerade, wie ihr das vielleicht sehen könnt. Ich muss sagen, mir gefällt der unheimlich gut. Der wächst auch nicht, der klebt nicht auf den Lippen. Ich finde den recht angenehm und ich hätte nicht gedacht, dass ich dazu nochmal tendieren werde. Da ich auch mal eine Zeit lang ein paar hatte, weil ich die schön fand, aber irgendwie mochte ich sie nicht tragen, weil die Haare dann da drin wachsen, wenn man draußen im Wind spazieren geht oder, ne, ihr kennt das ja. Es gibt ja viele Mädels, die das nicht mögen, aber nachdem ich die vor längerer Zeit aussortiert habe, musste der jetzt doch irgendwie mit. Und ich trage den auch echt oft, muss ich sagen. Gekostet hat mich der, das weiß ich glaube ich auch nicht, weil das hat sich so alles nach und nach angesammelt. Also das ist jetzt nicht alles Einkauf, ein Einkauf, sondern das hat sich so verteilt über, ich weiß gar nicht, die letzten 2 Wochen so ungefähr. Ja, und der steht hier, meine ich, nicht drauf. Ich glaube, der war so 3,25 oder so. Also nicht ganz so günstig, aber ich meine, da ist auch gut was drin. Das haben wir 5 Milliliter und das langt hier auch eine Weile. Genau. So, dann habe ich mir an dem Tag auch noch ein P2 Metal Eyes Eyeshadow mitgenommen. Der schaut so aus und ich weiß auch nicht mehr, was der gekostet hat. Ich schätze mal so um die 3 Euro. Den fand ich so hammerschön und ich hatte mir das eigentlich so alles zusammengekauft für, ja, ich glaube, wollte ich da mit meiner Schwester los? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wollten wir abends ausgehen und da wollte ich die Wimpern tragen, dann den Eyeshadow und dazu den Lipgloss. Das fand ich so ganz schön zusammen. Aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich weiß nicht, irgendwas kam dazwischen, deswegen, ja, aber läuft ja nicht weg. Das ist jetzt die Farbe 100 Plum Peacock und, Moment, ich mache die mal auf. Die schaut so aus, finde ich sehr, sehr schön und ich swatche euch natürlich auch mal. Super, butterweich und die schaut so aus, finde ich echt schön. Ich trage zwar nicht oft Lidschatten, weil ich irgendwie im Alltag immer nicht die Zeit dazu habe, aber irgendwie kann man das Kaufen dann doch nicht sein lassen und ja, schaut super schön aus. Dann, super, sind meine Kosmetiktücher gerade leer, natürlich jetzt Vorführeffekt, wo ich euch Sachen swatchen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Wattepad. So, genau, das war der. Dann habe ich mir mitgenommen, wie immer, die I Love Extreme Crazy Volume Mascara von Essence für 2,75. Die kaufe ich mir wirklich immer nach. Einmal im Monat geht sie bei mir leer, da ich auch immer viel benutze und viele Schichten. Ja, die liebe ich, da schwöre ich drauf. Das ist das Top-Produkt aus dem letzten Jahr auf jeden Fall. Übrigens kommt auch noch ein Jahresfavoriten-Video, aber ich wollte jetzt erstmal den Haul, also diesen Haul jetzt und den Fashion-Haul, der anschließend kommt, den wollte ich erstmal abgedreht haben, damit ich die ganzen Sachen einräumen kann. Und die Jahresfavoriten kommen zwar verspätet, aber ich denke, das ist nicht schlimm, weil ich denke schon, dass euch das trotzdem interessiert. Und ja, Hauptsache, sie kommen besser spät als nie, würde ich sagen. Genau, dann habe ich mir von Catrice noch ein Blush mal mitgenommen. Das schaut folgendermaßen aus. Das ist jetzt die Farbe 040 Think Pink und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Ich finde die Blushes von Catrice auch wirklich qualitativ sehr hochwertig und sehr schön. Und natürlich swatche ich euch das auch mal. So schaut es aus, auch super pigmentiert und für den Sommer auch wirklich sehr, sehr schön. Da seht ihr das. Gefällt mir unheimlich gut. Und wo habe ich mein Wattepad gerade hingelegt? Ich weiß es auch nicht. Ich brauche ein neues. Ja, das hat mich gekostet, lasst mich lügen, ich glaube 3,45 Euro. Schau mal. Defining Blush, ja genau, 3,45 Euro hat mich das gute Stück hier gekostet und finde ich wirklich sehr schön. Ich habe auch noch 2 oder 3 weitere, die finde ich immer wirklich alle sehr gut von Catrice. Ja, dann habe ich mir mitgenommen den Concealer von P2 und zwar den Ultra Matte 24 Stunden Concealer in der Farbe, Moment, 020 Matte Ivory. Der, ups, schaut ja so aus, jetzt habe ich es falsch rumgemacht, so. Und der hat auch so einen Applikator, wie vom Lipgloss, so ähnlich. Ja, und den hatte ich schon mal. Allerdings war die Verpackung da noch anders. Also die haben sich ein bisschen geändert. Und ich fand ihn sehr gut. Und das war der allererste Concealer, den ich komplett aufgebraucht habe. Worüber ich sehr ja, positiv überrascht war, sage ich mal. Weil sowas leer zu kriegen, ist ja eigentlich schon eine Kunst, fand ich immer. Da, ja, früher habe ich Concealer gar nicht verwendet und heute muss ich sagen, kann ich nicht mehr ohne leben. Ich habe auch verschiedene da und ich brauche es jeden Tag, weil ich wirklich starke Augenringe habe, egal wie lange ich schlafe. Und deswegen musste der mit jetzt, weil ich den halt sehr gut fand. Der ist auch matt
Und der hat mich gekostet auch 3,45 wie das Blush, genau. Und die halten auch schon eine Weile. Also finde ich völlig okay und den kann ich euch auch empfehlen. Ja, dann habe ich mir was mitgenommen, was ich schon lange mir kaufen wollte, es irgendwie aber nie getan habe, weil ich doch irgendwie immer zu geizig war und ich weiß gar nicht warum, weil so viel Geld ist es dann eigentlich auch nicht. Und zwar ist es die BB Cream Matte von Garnier in der Nuance Hell für 7,95 musste die mit. Und ich muss sagen, irgendwie, also ich habe sie jetzt einmal aufgetragen und ich bin nicht so begeistert. Also sie ist matt, das ist schon mal gut. Ich hatte nämlich vorher auch die kleinere Tube, die ja nicht matt ist. Da habe ich geglänzt wie eine Speckschwarte und war total orangestichig, was ich total scheußlich fand. Aber die ist schon matt, das finde ich gut. Was mir allerdings nicht gefällt, was man sich eigentlich aber auch vorher denken könnte, da ist eine BB-Cream. Sie deckt mir nicht gut genug. Also ich finde, in den Videos schaute das immer anders aus und... ja, ich weiß nicht. Ich habe sie jetzt nur einmal probiert. So kommt die daher. Die kennt ihr ja sicherlich alle. Aber ich muss das nochmal weiter testen. Nach einmal kann ich eigentlich auch nicht so viel sagen. Vielleicht kann ich sie auch schichten, denke ich mal. Und ich weiß nicht. Ja, ich bin halt ein Typ, der mag es gerne sehr matt und sehr deckend im Gesicht. Und generell mag ich es, viel Schminke im Gesicht zu haben. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es schön. Ja, ich muss nochmal gucken, aber ich denke notfalls, wenn es mir jetzt nicht deckend genug ist, für den Sommer ist sie auf jeden Fall was, weil da muss man ja nicht so zugekleistert rumlaufen, deswegen, ja, ich werde natürlich weiter testen und dann gerne berichten, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, und zu dieser BB-Cream durfte ich mir dann noch so ein Paket hier mitnehmen, und zwar ein BB-Cream gratis Testset von Garnier, und das ist jetzt die kleine, also die normale, und wenn man das hier so aufmacht, dann sieht man hier, ups, sieht man hier diese ja, Testpäckchen, diese Pröbchen von der anderen. Das ist doch jetzt, meine ich, die, ja, die andere, oder? Also diese für trockene Haut, sage ich mal. Light auch, ja, ich fand die ja damals nicht gut. Ich weiß nicht, ich werde die nochmal testen, aber fand ich trotzdem ganz cool, dass man sich sowas halt dann mitnehmen durfte, wenn man die gekauft hat. Und habe ich natürlich nicht liegen gelassen. Genau, ja, dann habe ich mir von Garnier Hautklar die Anti-Pickel-Thermomaske mitgenommen. Meine Schwester schwört ja auf diese Maske und ich hatte die früher auch mal, fand sie aber irgendwie nicht gut. Jetzt, wo ich die ganze Garnier Hautklar Anti-Pickel-Reihe habe, wie ja viele von euch wissen, habe ich gedacht, gibst du ihr noch mal eine Chance und testest sie noch einmal. Und da muss ich gleich mal schauen, was die jetzt gekostet hat. Wo habe ich den Baum da? Ich glaube so 85 Cent oder so. Mal schauen. Garnier steht hier, glaube ich, gar nicht. Doch, doch. 75 Cent, genau. Und dieses halt für zwei Anwendungen. Und die wird halt auch so warm auf der Haut. Logisch, Thermomaske. Und ich bin mal gespannt. Und auch da werde ich sicher mal im Aufgebraucht-Video darüber berichten, wie ich die dann fand. So, dann machen wir mal weiter mit Reval de Loop, würde ich sagen. Und zwar logischerweise, woran ich gar nicht gedacht habe, ja, erneuert Reval de Loop ja jetzt auch das Sortiment. Der Sortimentswechsel für Catrice und Essence steht ja jetzt auch an im Februar und logischerweise macht Reval de Loop das auch. Deswegen habe ich mir einmal die Farbe 04 Seashell mitgenommen. Das ist so ein Perlmutt-Nagellack für 99 Cent und den fand ich ganz schön. Sowas wollte ich schon immer mal haben für die Nägel, wenn man es mal schlicht haben möchte. Und auch im Sommer, wenn man braun ist, auf den Fußnägeln, finde ich das ganz schön. Die sind von Reval de Loop leider alle nicht so deckend, aber ich wollte den trotzdem ausprobieren. Und für 95 Cent oder 99 Cent eher, kann man da ja nicht meckern. Deswegen habe ich mir dann nämlich auch noch hier diese French Manicure White Look mitgenommen. Sehr süß mit dem Schmetterling hier drauf. Das ist halt so ein, ja, weiß milchfarbener Nagellack, auch für 99 Cent. Die beiden. Dann habe ich mir noch einen von Reval de Loop aus der Express Nail 45 Sekunden Trockenserie mitgenommen. Und zwar fand ich die Farbe hammer, hammer geil. Also schaut euch das mal an. Das ist so ein richtig geiles Lila. Ja, was so schimmert, pink schimmert und einfach total hübsch ist. Das hat 1,45 Euro gekostet. Oder der hat 1,45 Euro gekostet, aber es gab 20% noch auf alle Produkte, also dementsprechend, ne, ist eigentlich nichts dafür. Und dann habe ich noch zwei kleine mitgenommen, die wollte ich schon ganz, ganz lange mir immer mal mitnehmen. Schaut mal, diese beiden hier, ich finde die Farbe einfach sowas von hammertoll im Sommer, wenn man dann auch braun gebrannt ist an den Fingernägeln oder Fußnägeln. Und ich finde die Farbe so, so geil. Das ist so ein Türkisschimmer, blau, grün, also unbeschreiblich schön.
Und die kosten normalerweise 99 Cent, aber ich habe die für 69 dann bekommen. Und das ist die Farbe 03 Blue Lagoon, passt Sommer, Meer, also wirklich hammerschön. Deswegen habe ich mir davon zwei mitgenommen, weil da ist ja auch nicht so viel drin. Die sollten sie mal in groß rausbringen, finde ich, die Farbe, weil das ist schon einzigartig, finde ich. Also sowas gibt es nicht so oft in der Drogerie. Ja, genau. Ich hoffe natürlich, dass die deckend sind und man die nicht so doll schichten muss, aber ich gehe leider davon aus. Aber egal, die Farbe musste mit und für das Geld, wenn es nichts taugt, dann tut es mir auch nicht weh. Genau. So, dann wurde ich angefixt von der lieben Marlena, Like It Lena auf YouTube. Herzliche Grüße an dich, Süße. Ja, sie habe ich auf dem Pinkbox-Event kennengelernt und ja, ist wirklich eine unglaublich liebe, tolle Persönlichkeit. Und ja, ich habe ihren Haul geschaut und habe mich anfixen lassen. Und ja, es handelt sich um diese Badesalze hier. Die gab es bei Rossmann und zwar ist das die Marke Wellness und Beauty und die erneuern jetzt ihre ganze Reihe. Also ich weiß nicht, ob da neue Produkte dazu kommen. Auf jeden Fall stellen sie das Design komplett um, was ich wirklich unglaublich hübsch finde, denn ich habe schon viele Produkte davon sehen können. Und ja, dementsprechend müssen halt die alten raus. Und dann habe ich hier einmal das Badesalz Weißer Lotus und Hibiskus mitgenommen für 20 Cent. Also zweimal die Packung, 20 Cent. Und einmal Chai Vanille. Und ich bin ja ein absoluter Badefreak, das wisst ihr ja. Und für 20 Cent, ich meine, jetzt habe ich da nicht mal 1 Euro für 4 Stück bezahlt. Da kann man überhaupt nichts sagen. Das sind limitierte Editionen. Ich denke, die werden toll riechen. Und ja, danke, Süße, dass du die gezeigt hast. Ich glaube, ich wäre da sonst vorbeigelaufen, weil ich da sonst eigentlich nicht so oft gucke. Und ja, ich bin mal gespannt. Es waren leider auch die letzten Sorten, die es gab. Sonst hätte ich natürlich noch mehr mitgenommen. Aber vielleicht auch gut für meinen Geldbeutel. Ja, jetzt gehen wir mal über zu Kiko. Oder machen wir mit MAC weiter? Ich würde sagen, wir machen mit Kiko weiter. Und zwar habe ich mir da einmal die Hydrating Foundation Universal Fit mitgenommen. Die war im Angebot, meine ich. Ich weiß gar nicht, habe ich den Bon? Ja. Nein, das ist der alte. Okay. Ich war nämlich zweimal bei Kiko. Ich war letzte Woche jetzt insgesamt dreimal in unserem Einkaufszentrum in Hamburg. Und ja, deswegen ist immer so nach und nach peu à peu was mitgekommen. Die hat mich, glaube ich, 5,90 gekostet, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe die in der Farbe 02. Die habe ich auch auf Instagram gepostet. Die schaut so aus. Da haben sie, glaube ich, einfach nur die Verpackung geändert. Ich meine, das war ja vorher die, die so eine durchsichtige Verpackung hatte und ein bisschen kleiner war, meine ich. Die Verpackung fand ich sehr ansprechend, deswegen habe ich sie mir ehrlich gesagt auch mitgenommen. Die Farbe nennt sich Light Rose und das ist halt eine feuchtigkeitsspendende Foundation. Und irgendwie war das nicht so schlau von mir, die mitzunehmen, glaube ich. Ich zeige euch mal die Farbe. So schaut die aus. Also relativ hell, aber jetzt zu dieser Jahreszeit ist man ja auch noch nicht so braun. So, könnt ihr das sehen? Ja, und wie gesagt, es war nicht so schlau, eigentlich die von mir mitzunehmen, weil ich ja eigentlich so Mischhaut habe. Und wenn ich dann so feuchtigkeitsspendende Foundations nehme, dann neigt meine Haut doch schon eher mal dazu zu glänzen. Das war aber, glaube ich, nicht das größte Problem. Ich habe sie jetzt einmal aufgetragen. Das größere Problem ist, dass sie irgendwie nicht so gut mit der Haut verschmolzen ist bei mir und dass ich so ein wachsiges Gefühl irgendwie hatte mit dem ja, Kabuki-Pinsel. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht eher mit der Hand auftragen sollte oder ob sie mir wirklich zu reichhaltig ist. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall weiter noch testen und euch dann berichten. Ja, genau. Packe ich mal wieder hier rein. So, das war das erste Produkt von Kiko. Dann habe ich gestern, als ich mit meiner Schwester und meiner Mama und meinem Stiefpapa los war, habe ich nochmal 4 Produkte mitgenommen, denn da ist ja immer noch Sale und da kann man nichts mitnehmen. Das geht einfach nicht. Ja, und zwar habe ich mir 3 Nagellacke mitgenommen aus der Quick Dry Serie. Da habe ich ja auch schon ja, 4 da hinten stehen. Da habe ich jetzt einmal die Farbe 824 mitgenommen. Ihr seht, das ist ein richtig, richtig geiles Rot. Und die haben nur 1,90 gekostet. Und ich meine, die haben vorher irgendwas bei 8 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Also die sind wirklich super, weil die wirklich schnell trocknen. Und für das Geld dachte ich mir, muss auf jeden Fall noch was mit. Habe ich, wie gesagt, einmal den. Und dann habe ich die 820, auch hier so ein Perlmutt. Ich dachte mir, nimmst du das nochmal mit, falls dieses dir hier nicht so gefällt, weil Kiko Nagellacke sind ja schon dann doch von höherer Qualität und auch deckender. Und ihr seht, es ist auch so ein richtig schöner Schimmer mit drin. Und ja, gefällt mir unheimlich gut. Und dann noch die 830, ein hammer, hammer geiles Blau. Also ich liebe sowas, so ein richtiges Königsblau, was dann so richtig
toll schimmert. Ja, finde ich hammerschön. Und die drei habe ich mitgenommen für je 1,90 Euro. Und ja, ich freue mich schon, die in mein Nagellackregal zu stellen und zu benutzen. Ich muss sagen, ich brauche ein neues Nagellackregal, glaube ich, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Es ist so langsam schon ziemlich randvoll. Unten habe ich noch ein bisschen Platz. Aber ich glaube, wenn ich die gekauften Nagellacke jetzt dort einräume, dann ist es vorbei. Dann brauche ich irgendwann neues. Vielleicht sollte ich auch eher aufhören, Nagellacke zu kaufen. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, das funktioniert nicht. So. Dann habe ich noch was mitgenommen und zwar ein Hair Shadow. Als ich letztens mit meiner Klassenkameradin und ihrer Schwester dort war, hat sie, also ihre Schwester hat das auch mitgenommen für ein Fotoshooting, die ist nämlich Fotografin und die hat das in Pink mitgenommen. Ich meine für um die 8 Euro, jetzt haben sie es glaube ich aber nochmal reduziert, also meine ich, weiß ich nicht genau, haben sie es nochmal reduziert für 4,40 Euro. Und da musste der Spaß einfach mit, weil ich finde das irgendwie total cool. Also diese Haarkreide ist ja sowieso momentan total im Trend. Eigentlich dachte ich, ist es irgendwie Schwachsinn und ein bisschen, ja, was heißt, kindisch. Also wenn ihr versteht, was ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an diese Produkte aus den Kinderzeitschriften früher. Aber irgendwie musste ich es mitnehmen. Also es ist so eine Kugel, steht auch Kiko drauf. Und ja, da drin ist halt die besagte Kreide. In lila habe ich sie mir mitgenommen. Passt gerade sogar witzigerweise zu meinem Oberteil. Ja, 4,40 wie gesagt und ich finde das ganz cool als Spielerei für den Sommer. Ich habe ja schon relativ hell blondes Haar und ja, ich war jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr beim Friseur, aber wenn ich vom Friseur komme, generell bin ich ja platinblond und schon fast weiß und wenn ich das im Sommer dann wieder frisch gefärbt habe und dann mir so in den Spitzen so ein paar Strähnen mache, so ein paar Highlights setze, finde ich das ganz cool eigentlich. Mal gucken. Ja, und wenn ihr dazu mal ein Video haben wollt, wie das aussieht, wie man das anwendet, dann kann ich euch da gerne eins zu machen. Sagt mir mal Bescheid. Denn jetzt möchte ich das nicht in meine Haare schmieren, weil das einfach, glaube ich, die Videolänge ein bisschen sprengen würde. Aber wenn ihr Interesse habt, sagt mir gerne Bescheid. Ja, die musste mit und dann waren das auch schon die Produkte von Kiko. Es ist so viel, also hier steht wirklich so viel rum. Genau, und bevor ich euch jetzt die MAC-Sachen zeige, zeige ich euch noch kurz Gläser. Ich dachte, ich zeige die jetzt auch einfach mal. Viele von euch haben ja bestimmt meine Weihnachtsgeschenke gesehen, also das Video mit meiner Schwester, was ich euch nochmal unten in die Infobox setze. Wenn ihr da Lust habt, könnt ihr da nochmal reinschauen. Aber da habe ich ja von meiner lieben Kati ein Cocktailbuch bekommen. Und wir wollen logischerweise auch Cocktailabende machen und ein bisschen ausprobieren. Und dafür brauchen wir natürlich auch Gläser. Und da habe ich ganz schöne gekauft bei Nanunana. Finde ich. Das sind einmal diese hier für je 1,95 Euro und die haben hier so, ja, so einen türkisblaufarbenen Fuß, sage ich mal. Fand ich sehr schön. Kann man natürlich dann auch so verwenden zum etwas trinken. Und die gleichen habe ich dann auch nochmal mitgenommen in lila. Moment. So. Finde ich ganz cool und für 1,95 dachte ich, mussten die mit. So schauen die aus, auch sehr hübsch. Und ich möchte nämlich nicht nur Cocktails mit Kati machen, sondern ich möchte auch Videos machen, ja, wo ich euch einfach zeige, wie wir den machen vielleicht oder wo ich die allein mache. Ich weiß nicht, ob sie mit die zusammen machen möchte, wenn ich das Video mache, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Kati muss mir mal Bescheid sagen. Und ja, ich dachte mir, da müssen einfach hübsche Gläser her, wenn ich für euch Videos mache. Es werden sowohl alkoholische, glaube ich, als auch unalkoholische für die jüngeren Zuschauer unter euch geben. Und ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Und ich freue mich da schon drauf, aber ich muss dann halt gucken und das alles einkaufen und auch Showhalme und so ein bisschen Dekokram. Und ja, dann wird es auch Cocktail-Videos von mir geben. So, ihr könnt mir auch mal schreiben, oder habt ihr da gar keine Lust drauf? Also ich habe das jetzt einfach schon mal geplant, weil ich fand das ganz cool. Ich finde das auch immer ganz cool, wenn man das bei anderen sieht oder auch Rezepte und so. Und ich dachte mal, vielleicht als Abwechslung auf meinem Kanal, nicht nur Beauty, vielleicht auch mal sowas. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu den MAC-Produkten und ja, ich muss sagen, ich möchte schon ganz, 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 ganz lange MAC-Produkte haben und zwar bestimmte. Zum einen handelt es sich da um den Blush MAC Harmony. Das ist ja ein bekannter, wirklich sehr gehypter Contour-Blush. Es ist eigentlich, wie gesagt, ein Rouge, aber viele benutzen ihn einfach zum Konturieren. Der schaut so aus und ich bin so verliebt. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist diese tolle Farbe. Ihr seht, das ist ein richtig schönes, aschiges Braun, ohne Rotstich. Hammer, hammer schön. Hier seht ihr die Farbbezeichnung drauf. Harmony. Und ja, den, glaube ich, möchte ich schon seit circa 1,5 Jahren haben. Also, ja, so ungefähr, wo ich so in etwa angefangen habe, Videos zu machen. Davor habe ich auch ein Jahr Videos geschaut und ich habe ihn da schon überall immer gesehen.
Und ich fand ihn einfach immer so toll, aber war irgendwie immer zu geizig. Und jetzt habe ich ihn endlich mal gegönnt für stolze 24 Euro. Ich muss sagen, die beiden MAC-Produkte, ich stand an der Kasse und das war wirklich ungelogen das erste Mal, dass mein Herz geblutet hat, wo ich mir was gekauft habe. Eigentlich bin ich da überhaupt nicht nachtragend, sage ich mal, weil wenn ich mir was kaufe, dann möchte ich es gerne haben. Und ja, ne? Aber 24 Euro für so ein Rouge ist schon heftig, wenn man eigentlich so eine Drogerie-Tussi ist, sage ich mal. Da kostet ein Blush 3 Euro und ja, das tut einfach nicht weh, auch wenn der schlecht ist. Der ist super, super schön, super pigmentiert. Ich zeige euch das jetzt natürlich mal, ganz vergessen gerade. So schaut er aus. Ich finde ihn sowas von traumhaft. Und ich habe ihn auch schon letzte Woche ganz viel getragen. Ja, hier seht ihr ihn richtig, richtig schön. Und genau, ja, was gibt es dazu groß zu sagen? Also ich bereue es auf keinen Fall. Es ist viel Geld, was ich dafür geblecht habe. Aber ja, er ist jetzt in meiner Sammlung und so ein Blush hält ja auch ewig. Also ich denke mal, ich werde es nicht bereuen. Bis jetzt tue ich es nicht und ja, genau. So, und dann habe ich mir noch ein Paintpot mitgenommen. Für 23 Euro oder 23,50 Euro, glaube ich. Also, nee, 23 Euro, genau. Ich habe nämlich insgesamt 47 Euro gezahlt. Also fast 50 Euro für zwei Produkte. Es ist echt, ich komme immer noch nicht drauf klar. Es ist so viel Geld, es ist Hammer. Also ich frage mich auch, wie diese ganzen MAC-Junkies, wo die das ganze Geld hernehmen. Klar geht man auch arbeiten, aber nur dort ausschließlich einzukaufen, wäre mir, glaube ich, zu teuer. Also ich muss sagen, ich habe Angst, dass ich jetzt schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin und ab und zu noch vielleicht mal was kaufen werde. Und ich glaube, ich werde es auch tun. Aber ich habe halt meine ausgewählten Produkte, die ich auch schon ewig haben möchte. So die Klassiker. Und ich glaube, dabei werde ich es belassen. So LE-Jäger werde ich, glaube ich, dort nie werden. Das ist mir einfach viel zu teuer. Aber genug geredet. Ich habe mir einen Paintpot mitgenommen. Und zwar die bekannte Farbe Rubenesque. Für 23 Euro, wie gesagt. Da seht ihr es hoffentlich. Und es ist wirklich eine traumhaft schöne Farbe. Und da kann man auch mir nicht erzählen, dass man die in der Drogerie kriegt. So schaut die aus für den Sommer. Unglaublich toll. Ja, und ich habe auch gehört, dass das halt gut zu blauen Augen passen soll und die so richtig zum Strahlen bringen soll. Das tut sie auch. Allerdings komme ich mit dem Auftrag noch überhaupt nicht zurecht, muss ich sagen. Also da brauche ich wirklich eure Hilfe. Da bin ich auf euch angewiesen. Ich zeige euch jetzt erstmal einen Swatch. Könnt ihr das erkennen? So schaut die aus. Und die swatche ich mal direkt neben das Blush. Ich hätte mir die ehrlich gesagt ein bisschen deckender vorgestellt. Da bin ich leicht enttäuscht, aber trotzdem, schaut euch das an. Also es ist eine wirklich hammer, hammer tolle Farbe, wie die auch glänzt. Also ist der Wahnsinn. Ja, aber auf der Hand ist sie ein bisschen deckender als auf dem Auge. Also ich denke mal, das liegt jetzt darauf, es kommt jetzt darauf an, mit was für einem Pinsel man die aufträgt. Und da brauche ich mal wirklich eure Hilfe. Mit was für Pinseln tragt ihr eure Paintpots auf? Ich habe da überhaupt keine Erfahrung von MAC Paintpots und ich möchte natürlich ein schönes Ergebnis haben. Ich habe das gestern mit einem Pinsel von Zu Eva gemacht und mit einem von Essence und irgendwie sah das dann so wie so ein Krokodilmuster auf meinem Auge aus. Das war so schon so hart eingetrocknet und überhaupt nicht schön, also wie es normalerweise aussehen soll, schön verteilt. Das ist ein bisschen schade, weil für so ein teures Produkt möchte man dann natürlich auch ein tolles Ergebnis. Also schreibt mir bitte mal unten in die Kommentare, was für Pinsel ihr dafür verwendet. Ja, das muss ich unbedingt wissen. Und ursprünglich wollte ich mir eigentlich den Paintpot Paintily mitnehmen, weil der halt sehr alltagstauglich ist und den gab es nicht mehr. Zu meinem Glück, da wollte ich ihn mal kaufen nach anderthalb Jahren und dann gab es ihn nicht. Und ja, ich stand da und dann habe ich gedacht, dann nimmst du den mit, weil das ist der, ja, so was ich mitbekommen habe, der am zweitesten, gehypeste, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist Platz 2 sozusagen von den Must-Haves für Anfänger. Und ja, deswegen muss ich ihn mitnehmen und ja, er ist einfach hammer, hammer schön und auch das Blush und oh mein Gott, Frau ist total glücklich und ja, es macht schon was her, so in seiner Schminksammlung. Genau, und dann habe ich natürlich auch noch zwei Pröbchen bekommen. Ich habe ja immer noch viel. Warum auch immer ist meine Kamera gerade ausgegangen und ich habe auch gerade gar nicht gemerkt, wann sie ausgegangen ist. Ich weiß nur noch, dass ich gerade gesagt habe, dass ja, ich auf jeden Fall viel Geld beim MAC gelassen habe und deswegen ja auch logischerweise Pröbchen mit dabei sein mussten. Da habe ich einmal das Teint Idol Ultra 24 Stunden Make-up von Lancôme als Probe mitbekommen. Das kommt hier in so einem kleinen ja, Dingens. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe lange keine High-End Foundation mehr getestet und da ich auch selten bei Douglas bin eigentlich. Und dann gab es einmal noch die Aqua Source Creme von Biotherm dazu. Da bin ich auch mal gespannt und freue mich darauf schon, die zu testen.
Und ja, das soll es nun endlich gewesen sein mit meinem Haul. Es war viel zu viel. Also, ja, also ich habe schon ziemlich viel Geld ausgegeben jetzt im Januar. Und wie gesagt, der Fashion Haul kommt erst noch. Ja, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Viele Produkte davon ja, waren halt auch reduziert jetzt. Es ist überall Sale, logisch. Deswegen mussten auch viele, was heißt viele, aber Kleidungssachen mit. Und ja, ich hoffe natürlich, der Haul hat euch gefallen. Es war mal wieder ja, ein bisschen abwechslungsreicher dadurch, dass das halt auch mal was von MAC ist und Kiko und Nanunana und so weiter. Lasst mir gerne mal euer Feedback in den Kommentaren, wie ihr den Haul fandet, was ihr zu einzelnen Produkten vielleicht sagen wollt. Und schreibt mir unbedingt mal, das hatte ich auf Instagram auch schon gefragt und viele tolle Antworten bekommen, vielen Dank dafür. Was sind eure Must-Have MAC-Produkte? Das würde mich mal brennend interessieren, da ich, wie gesagt, wohl ab und an vielleicht mal schauen werde. Aber keine Angst, ich werde treue Drogeriekäuferin bleiben und nicht irgendwie abheben und nur noch MAC kaufen. Aber ich finde, ab und zu kann man sich auch mal was gönnen und deswegen ja, interessiert mich das natürlich. Jetzt würde ich sagen, habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch einen nach unten. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss!